Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gottlieb die geduldigen Box von Jesus. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, GLDG bzw. Gott liebt die Geduldigen von Jesus, nicht zu verwechseln mit Jesus von der 187 Straßenbande, also den spricht dann wirklich Jesus aus. Wir sehen hier eine graue Oberfläche mit so ein bisschen ja, Wolken oder Verwischungen, es ist schwer zu deuten, sieht mehr so wie eine schmutzige, verdreckte Wand aus oder wie so eine ja, abstrakte Himmelslandschaft. Gott liebt die Geduldigen, mehr sehen wir hier nicht. Das zieht sich hier durch, dieses grau-schwarze Design. Und auf der Rückseite haben wir lediglich das Logo von Machtrap, also das Label von Jesus und hier noch einen Barcode, ansonsten nichts weiter zu sehen. Jesus ist ja schon lange dabei, unter anderem der Mentor von K1 und Shindy, beziehungsweise der mehr oder weniger Entdecker, der die beiden so zum Rappen gebracht hat, mehr oder weniger könnte man sagen. Und die beiden haben ihm aber dann nach der Zeit den Rücken gekehrt. Und gerade dadurch dann hat Jesus natürlich Aufmerksamkeit erregt mit seinem letzten Diss-Track damals gegen K1. Dieser hat sich ja bei Bushido revanchiert mit der Tag des jüngsten Gerichts. Und dann hat sich auf einmal Jesus mit eingeschalten mit dem Track Tag des dümmsten Gesichts, wenn ich mich täusche, hat der Track so geheißen, ja. Daher ist er dann einer bisschen größeren Öffentlichkeit bekannt geworden. Und hat dann im Anschluss daran natürlich auch gleich sein Album angekündigt, Gott liebt die Geduldigen, und dieses auch gleich als Box-Release veröffentlicht. Jetzt schauen wir mal, was wir hier drin haben. Also, so viel nur mal zur Vorgeschichte von Jesus. Ein T-Shirt, einen Sticker in quadratischer Form, eine Autogrammkarte, ein Poster, und dann haben wir hier eingefasst, einmal das Album und dann hier noch die Instrumentals bzw. Bonustracks. Okay, das Ganze hier in der Box so eingeklebt, wo das Album eingefasst war. Machen wir wieder zu. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Also wir sehen hier Jesus mit einer, bin mir nicht sicher, aber ich tippe mal stark auf Versace Sonnenbrille. Gott liebt die Geduldigen, lesen wir hier. Jesus macht Rap präsentiert. Und hier hinten haben wir die Tracklist, 18 Stück. Meine Favoriten des Albums sind einmal Track Nummer 14, Ziemlich schlechte Freunde, unter anderem auch wegen dem Feature von BOZ. Also BOZ ist echt einer meiner Lieblingsrapper. Und dann noch Was ich will. Also diese beiden Tracks sind mir jetzt meine Favoriten des Albums sind Ziemlich schlechte Freunde mit BOZ und Am Ende des Tages. Ziemlich schlechte Freunde, unter anderem auch wegen dem Feature mit BOZ. Also insgesamt krasser Song, aber BOZ einer meiner absoluten Lieblingsrapper. Ansonsten haben wir Features von Motrip, Toon, Rapster, Butch und Musie, PA Sports, BOZ, Dieser Morten, Chihan und Tour. Also jede Menge Features auf 18 Tracks verteilt. Schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet. So sieht das Ganze aus. Gott liebt die Geduldigen. Kennen wir bereits das Cover. Dann haben wir hier ein kurzes Intro, eine Widmung. Dieses Album widme ich jedem Menschen, der manchmal kurz davor war, aufzugeben, aber am Ende die Zähne zusammengebissen hat und wieder aufgestanden ist. Ich will euch zeigen, dass dies belohnt wird. Alles klar. Dann haben wir hier Intro, komplett mit Text abgedruckt. Eine Aufnahme, also passend zu diesem Track, Fenster zum Hof.
Kanake sein. Hier eine Aufnahme von Jesus. Unsterblich, weitere Aufnahme. Hier nochmal eine Nahaufnahme, also ein Porträtfoto von Jesus. Ich finde es nur immer schade, wenn man Tracks abdruckt, also vom Text her, aber dann nicht alle, sondern nur so ausgewählte Tracks. Das habe ich in letzter Zeit immer häufiger gesehen. Ich weiß echt nicht, was die Leute sich dabei denken oder warum man sowas macht. Aber ja, es wird schon irgendwie, irgendwas wird schon dahinter sein. Eine Danksagung. Dann hier die Infos zu den einzelnen Tracks, wer daran beteiligt war, beziehungsweise die Beats produziert hat. Hier noch weitere Credits und hier noch Social Media von Jesus bzw. Macht Rap. Alles klar. Booklet gehen wir mal zurück in die Hülle. Dann haben wir die CD Gott liebt die Geduldigen. So sieht das Ganze aus. Also das Ganze eben durchgängig in diesem schwarz-grau-weiß. Ja, wie gesagt, könnten eine Himmellandschaft sein, könnten Wellen und irgendwie Felsklippen sein. Ich glaube, das kann jeder für sich deuten. Dann haben wir das hier, Gott liebt die Geduldigen, Bonustracks plus Instrumentals in einer Papphülle. Also wir haben hier 1, 2 Bonustracks und 19 Instrumentals. Wir haben auch hier 18 Tracks nur gehabt, das ist spannend. Woher kommt das Instrumental? Wir haben hier 21 Tracks und wir haben hier 2 Bonus-Tracks. 21 minus 2 ergibt 19. Wir haben hier 18 Tracks. Das verstehe ich nicht ganz. Hä? Ah, ich verstehe schon. Mami und Unsterblich haben wir hier. Mami und Unsterblich, ebenfalls Instrumentals. Und dafür ist das Intro zum Beispiel weggefallen. Das haben wir nicht. Und noch irgendein Track wird sein, der hier dann weggefallen ist. Ich glaube, es ist... Ja, was auch immer. Gut, dann schauen wir mal. Die CD sieht folgendermaßen aus. Gott liebt die geduldigen Bonustracks plus Instrumentals. Wie gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir eine Autogrammkarte, Nummer 113, also sie wurde sogar nummeriert. Jesus hat hier unterschrieben mit weißem Stift. Also ich kenne die Auflage, oder mit silbernem Stift, ich kenne jetzt die Auflage nicht genau, aber schätzungsweise, was werden das gewesen sein? Vielleicht 1000 Boxen. Und hier wurde eben nummeriert, damit jedes Autogramm einzigartig ist. Dann haben wir einen Sticker, quadratisch. Gott liebt die Geduldigen, schwarzer Sticker mit weißem Aufdruck. Und dann haben wir ein Poster, dieses doppelseitig gedruckt. Auf der einen Seite haben wir Gott liebt die Geduldigen, kennen wir bereits, das Cover. Macht repräsentiert steht hier oben und hier unten noch Jesus. Und dann haben wir auf der Rückseite im Querformat, nicht im Hochformat, im Querformat, Jesus vor seinem oder vor einem Block. Und interessant ist hier, lesen wir noch Gott liebt die Geduldigen an der Hausfassade. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall diese Seite wählen, weil mir das da nicht ganz so gut gefällt. Finde ich das doch deutlich besser. Für welche Seite ihr euch entscheidet, ist natürlich wie immer euch überlassen. Das ist eine Frage, wie ich das am besten wieder zusammenbekomme. Irgendwie. So, jetzt habe ich es geschafft. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir noch, wie so oft, ein T-Shirt. Dieses sieht so aus. Wir haben hier die 4 Buchstaben. GLDG, also Gott liebt die Geduldigen. Und im Hintergrund sehen wir schon das Gesicht von Jesus. Schon kurz, Neckprint haben wir keinen. Und wir haben, habe ich überhaupt noch nie gesehen, so ein T-Shirt, ein Anvil T-Shirt. Also kein 0815 Fruit of the Loom oder Gilden. Und das Ganze ist made in Bangladesh,
Größe L und 100% Baumwolle. Alles klar. Gut, schauen wir uns nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier im Brustbereich GL und dann weiter unten im Bauchbereich DG. Eben hier mit dem Gesicht von Chases im Hintergrund. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht so mein Geschmack. Also ich kann mit dem T-Shirt nichts anfangen. Und ich meine, ja, GLDG, Gott liebt die Geduldigen, aber rein so vom Design und speziell auch, dass man hier unter den Buchstaben oder in den Buchstaben das Gesicht so reingemacht hat, ja, ist nicht so mein Fall. Also ich werde dieses T-Shirt definitiv nicht anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L. Dieses Poster, doppelseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Dieser quadratische Sticker. Diese durchnummerierte Autogrammkarte. Diese Bonustracks bzw. Instrumental-CD von Gott liebt die Geduldigen in der Papphülle. Und das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box, Gott liebt die Geduldigen von Chases. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Box, was haltet ihr von dem Album an sich? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Chases unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao.